Moin. In diesem Video geht es darum, wie man Tracking über IMSI Catcher und über SMS der Klasse 0, sogenannte stille SMS, Silent SMS, unterbinden kann. In der heißen Phase in der Ukraine vor ein paar Monaten habt ihr vielleicht mitbekommen, da waren eben irgendwie Demonstrationen verboten und Leute, die da waren, haben alle eine SMS bekommen mit demselben Inhalt, wo eben drin stand, dass derjenige als Teilnehmer einer Massendemonstration erkannt wurde und das wurde eben an alle vor Ort geschickt. Da haben sich die Leute natürlich gefragt, wie das funktioniert und dazu werden sogenannte IMSI-Catcher eingesetzt. Dabei wird eben ein Mobilfunkmast virtualisiert und ein klassischer Man-in-the-Middle-Angriff durchgeführt. Das ist wie beim WLAN eben, das ist wie beim WLAN Roaming. Der Client verbindet sich immer mit dem Access Point, der eben die beste Signalstärke bieten kann. Ja, solche Dinge werden in der Praxis eingesetzt und da hat sich ein Team von Entwicklern, von den XDR-Developern eben Gedanken darüber gemacht, was man dagegen machen könnte. Und die sind jetzt eben zu einem Konzept gekommen. Und zwar gibt es eine Datenbank der Open Cell ID, wo alle Mobilfunkmasten von Providern aufgeführt sind. Die App, die ich gleich vorstellen werde, Android IMSI Catcher Detector, also AIMSICT, vergleicht eben einfach euren Standort und schaut dann, ob die Zelle, mit der ihr verbunden seid, also der Mast, in den ihr eingewählt seid, schaut dann einfach, ob der Mast, mit dem ihr verbunden ist, an einer der hier eingetragenen GPS-Position ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird euer Handy eben in den Flugmodus versetzt, weil man dann eben davon ausgehen kann, dass man von einem Angriff betroffen ist. Wenn ihr die App öffnet, habt ihr zuerst diese Oberfläche hier, stehen eben generelle Informationen zu eurem Handy, zu dem Netzwerk, in das ihr eingebucht seid. Und wenn ihr einen Reiter weiterblättert, seht ihr eben die Zellen, die gerade im Umkreis verfügbar sind und die Signalstärke, also dBm, die Dämpfung. Dann gibt es noch einen Database Viewer, da könnt ihr euch eben die Open Cell ID Data anschauen. Das haben wir gerade im Browser gemacht. Das sind eben diese ganzen Zellen eingetragen. Und dann gibt es noch die Karte, also hier rechts oben. Auf der Karte könnt ihr eben diese, das ist quasi das Ding, was wir gerade im Browser gesehen haben. Da könnt ihr die einzelnen Stationen anklicken und die euch eben anschauen. Ja, dann kommen wir jetzt zu den stillen SMS. Das sind SMS, die in der sogenannten SMS der Klasse 0 verschickt werden. Dabei werden diese SMS nicht angezeigt. Und dadurch lassen sich eben Bewegungsprofile anlegen. Das funktioniert so, dass eben diese SMS geschickt wird. Und dann möchte euer Handy ja die SMS abholen. Besorgt sich die SMS dann eben, wählt sich beim Mobilfunkmast ein, holt sich die Daten ab und dadurch entsteht ein Datensatz eben an diesem Mobilfunkmast und die Behörden können dann per gerichterlichen Beschluss diese Daten eben abholen von dem Provider und können euch eben quasi in beliebigem Zeitraum solche SMS zuschicken und dadurch lässt sich eben ein ganzes Bewegungsprofil erstellen oder eben eure Position zu einem gewissen Zeitpunkt. Und der Android IMSI Catcher Detector unterstützt eben auch das Blockieren von diesen SMS der Klasse 0. Ich zeige euch einfach mal, wie ihr das downloaden könnt. Ihr klickt auf GitHub, dann habt ihr hier die Releases und dann steht hier immer die Version, die Changes. Und hier in der neuesten Version seht ihr SMS Detection Klasse 0 und es wird eben einem jeweiligen Nachricht angezeigt, die euch auf das Risiko hinweist, weil man, ich glaube, man kann die SMS nicht blocken ohne Root-Rechte. Mehr kann ich euch dazu aber im Moment auch nicht sagen. Auf jeden Fall ladet ihr eben die App hier runter und installiert sie dann einfach auf dem Handy. Den Link dazu packe ich in die Beschreibung. Gut, das war's auch schon hierzu. Alles klar.